Bürgermeister Robert Dienst gab uns einen kurzen Rückblick auf die Aktivitäten Laxenburgs im heurigen Jahr. Wir sind heute zu Gast bei Herrn Bürgermeisteringenieur Robert Dienst in Laxenburg. Herr Bürgermeister, das Jahr 2013 geht nun langsam zu Ende. Was war es denn für ein Jahr für Laxenburg und für Sie persönlich? Es war für Laxenburg ein ganz erfolgreiches Jahr, einmal mehr ein Erfolg. Und es freut mich sehr, dass ich das anlässlich der 625 Jahre Feierlichkeiten sagen kann. Denn die Marktgemeinde hat vor 625 Jahren am 12. April ihr Marktrecht verliehen bekommen von Herzog Albrecht III. Und das war natürlich klarerweise für uns ein willkommener Anlass, um all die Arbeit, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geleistet wurde, zu dokumentieren. Und ich freue mich, dass in diesem Zusammenhang zwei Werke entstanden sind, die, denke ich, ihresgleichen suchen. Einerseits haben wir mit dem bekannten Universumfilmer Georg Riecher eine Laxenburg-Dokumentation gedreht, die auch im ORF und auf Dreisat bereits gezeigt wurde, die also auf 40 Minuten die Pracht und die Historie unserer Gemeinde so richtig zur Geltung bringt. Und unter der Federführung unserer Historikerin Dr. Elisabeth Springer haben wir ein Heimatbuch neu gestaltet, wo auf annähernd 625 Seiten bei 4,5 Kilo Gewicht auch die Geschichte entsprechend dargestellt wurde. Und das war eine Veranstaltung, die dann im April dieses Jahres im Konferenzzentrum mit mehr als 500 Teilnehmern gestartet wurde. Ein tolles Erlebnis für alle Anwesenden. Es war für uns natürlich ein großer Erfolg einerseits, diese Dokumentation. Wir haben aber natürlich auch viele andere Projekte im vergangenen Jahr bereitstellen können. Viele Kommunen, nicht nur in Niederösterreich, stecken in finanziellen Schwierigkeiten. Wie sieht es denn mit dem Budget in Laxenburg aus? Also wir haben in Laxenburg jetzt seit einigen Jahren ein Budget, das knapp über 10 Millionen Euro liegt. Dieses Budget wird von uns in einer sehr, sehr qualifizierten Art und Weise bearbeitet. Das heißt, wir sind bei den Einnahmen eher sehr restriktiv und nicht sehr optimistisch. Bei den Ausgaben legen wir auf das, wozu man uns verpflichtet von Seiten des Landes und auch des Bundes, dann immer noch ein bisschen was dazu, um auf der sicheren Seite zu sein. Aber im Wesentlichen sind wir eine finanzstarke Gemeinde. Unser Vermögen ist circa 7- bis 8-mal so hoch wie unsere sogenannten Schulden. Daher kann man also hier von einem Haushalt reden, der seinesgleichen in der Region und auch in Niederösterreich sucht. Es hat sich also heuer wieder sehr viel getan in Laxenburg. Geht es mit dem gleichen Elan, mit dem gleichen Schwung auch ins nächste Jahr? Wir lassen uns nicht bremsen. Seit vielen, vielen Jahren sind wir Enthusiasten. Das heißt, wir legen uns die Bälle weit vor. Wir haben bis jetzt noch jeden erreicht und so wird es auch weitergehen.